Seid vorsichtig! Die Geister werden euch nicht in Ruhe lassen. Das ist normal. Olafs Stimmumfang ist ja riesig, von sehr hoch bis sehr tief. Wie hast du die Stimme entwickelt? Wie hast du dich vorbereitet? Hast du mit jemandem zusammengearbeitet, um die Stimme zu finden? War das improvisiert? Also, wie findet man die Olaf-Stimme? Dass die natürlich anders ist als im Original, ist schon alleine deshalb zwingend, als dass das Englische viel knapper und kürzer ist. Im Deutschen braucht man immer so 4 bis 5 Silben mehr in einem Satz, als das im Englischen der Fall ist, weil die Sprache einfach umständlicher ist. Und das ist schon ein großer Unterschied. Und ja, die Stimme haben wir dann gemeinsam entwickelt mit Disney und der Regisseurin, der Nana. Und es sollte eine warme Stimme sein, es sollte naiv sein, ohne dumm zu sein. Und da haben wir ein bisschen dran gebastelt. Ehrlich gesagt, jetzt beim zweiten Teil haben wir auch erstmal so eine Stunde wieder Stimmübungen gemacht, dass ich wieder reinkomme in die Figur und uns ein paar Sequenzen angeguckt. Das dauert dann schon einen Moment, bis die Stimme wieder da ist. Du bist der nächste Olaf. Einhorn, Kekerle, Elsa. Kurze Frage, wird dieses Wir begeben uns in Lebensgefahr-Ding jetzt zur Gewohnheit? Habt ihr Gemeinsamkeiten? Also siehst du für dich Gemeinsamkeiten mit Olaf, beziehungsweise konntest du was von ihm lernen? Ich unterstelle Disney ja, dass die nach Typ besetzen. Und ich habe mich dann schon so gewundert, als die beim ersten Mal bei der Eiskönigin 1 quasi die Anfrage kam, ich soll einen kleinen dicken Schneemann sprechen, wo ich mir dachte, ja, was sehen die da für Verbindungen? Olaf ist knuddelig, Olaf ist lieb, sehr charmant, bisschen naiv, aber eben nicht doof. Kann schon sein, dass das bei mir auch zutrifft. In den amerikanischen Fassungen ist ja oft so, dass zuerst das Voice-Over aufgenommen wird, also erst die Synchronisation und danach die Charaktere angepasst werden. Ist das im Deutschen, dass das Sprechen ein bisschen editierend oder hattest du damit gar kein Problem? Naja, also die Disney-Leute aus Amerika geben natürlich sehr viel vor. Und da muss man sich irgendwie reinfinden. Das dauert. Also ich brauche da schon immer so meine 1-2 Stunden im Synchronstudio, bevor ich da wieder im Tritt bin. Das ist schon nicht ohne, da immer auf die 1, 3, 2, 1 der Countdown läuft und dann präzise abzuliefern. Es dauert immer einen Moment. Aber wenn ich dann einmal drin bin, dann kann ich nicht davon genug kriegen, weil es einfach Spaß macht. Jeder Satz ist ja auch, diese Drehbücher sind genial und jeder Satz, den Olaf zu sprechen hat, wie alle anderen Charaktere auch, sitzt einfach. Das sind so tolle Dialoge. Wer seid ihr? Hallo, ich bin Olaf. Oh, entschuldigt. Ich finde Kleidung beklemmend. Wie kommt ihr damit klar, dass die Komplexität unseres Denkens mit zunehmendem Alter immer höher wird? Oh, nee, nicht ablecken. Du weißt nicht, wo ich gerade reingelatscht bin. Olaf ist ja ein super Kumpeltyp. Also man kann sich wahrscheinlich keinen besseren Freund, Kumpel vorstellen. Wie wichtig ist Freundschaft? Naja, Freundschaft und Liebe, die Familie gehört auch noch dazu, sind das A und O. Ohne dem können wir alle nicht. Und genau darum geht es auch im Film, dass man eng zueinander steht, beieinander steht, sich gegenseitig unterstützt und nicht fallen lässt. Das ist wichtig. Aber zwingenderweise kann man natürlich, finde ich, nicht allzu viele Freunde haben. Ich finde diese Fünfergruppe im Film, das ist schon sehr überzeugend. Mehr sind es am Ende, glaube ich, auch nicht. Es sind eine Handvoll. Und letzte Frage noch. Die Disney-Magie setzt sich ja viel zusammen aus Melancholie und so ein bisschen Humor. Findest du, diese Mischung macht das genau aus? Beziehungsweise wie wichtig ist diese Mischung? Naja, ich glaube, diese Mischung macht am Ende Weisheit aus. Und deswegen sind all diese Disney-Filme so weise, weil sie melancholisch sind und trotzdem witzig. Also ich habe noch keinen doofen Disney-Film gesehen. Ich muss das jetzt auch nicht sagen. Ich sag das freiwillig. Ich finde die alle gut.